Moin Moin und herzlich willkommen zu Hardcore Colonization an diesem Sonntag, Nachmittag, frühen Abend, wie auch immer ihr das werten wollt. Und einige von euch haben ja quasi schon einen Livestream hinter euch und ein kurzes Intermezzo mit einem Ionenburn und denen natürlich auch ein herzliches Wiederwillkommen, oder wie auch man immer das nennen möchte. Und hallo Mercury18 und willkommen als Kermonaut. Und allen von euch, die heute zum ersten Livestream da sind, also ist trotzdem der zweite, aber die das erste Mal da sind, euch natürlich ein herzliches Willkommen und deshalb ein liebes Hallo an den D-Medic, den Toaster, den Make It Creative, den Mercury natürlich und den Kazi, den FreedomNet, den El Seppo, den Thorsten, den Eljuna und den Neo und den Miko und den Gitero und den Hastur. So, und alle natürlich, die sonst noch da sind und noch nichts geschrieben haben. Wir haben, was haben wir denn zu tun? Ist lange her. Ist ja jetzt irgendwie, dadurch, dass ich den einen Termin verschwitzt habe und der andere Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht ging, muss ich mich jetzt selber erstmal ein bisschen orientieren. Ich fange mal bei Mission Control an, um zu gucken, was wir eigentlich gerade machen. Also, offensichtlich machen wir Messungen mit einem Magnetometer und einem Radio Plasma Wave Scan. Hallo, Bested? Bastet 84 und wir haben Explore Mimmus am Hals. Return to Cavern from a Flyby of Mimmus. Das kriegen wir, glaube ich, auch gleich noch hin. Wir müssen Touristen auf den Mond bringen. Wir müssen da was auf Cavern machen. Okay, ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall bei Mimmus aktiv waren und ich denke, wir werden heute mit den ersten Biologietests auf jeden Fall anfangen, weil wir haben ja jetzt Teile dafür. Also ich muss mich mal kundig machen, wie genau das eigentlich funktioniert mit Anbauen von Sachen und Dünger und so Kram. Ja, Jack, danke der Nachfrage. Geht wieder besser. Also hat mich nur einen Tag flachgelegt. Von daher alles wieder gut. Und ich denke, das klappt heute ganz gut. Der andere Stream lief ja auch schon ganz gut durch soweit. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier nach, wie wir da so eigentlich stehen. Einfach erstmal wieder klarkommen, wo wir hier eigentlich sind. Und bevor die Frage aufkommt, heute gibt es natürlich auch was zu trinken. Nachdem es heute Nachmittag einen leckeren Kaffee gab, habe ich mich heute für einen Single Malt Yoichi, also einen japanischen Whisky, entschieden. Ist, riecht relativ sprittig. Aber auch schön fruchtig. Also nicht irgendwie besonders schlimm torfig oder so. Ja. Den kann man gut trinken. Also ganz angenehm eigentlich. So vom Abgang her. Ich bin ja sonst eher so jemand, der sehr rauchigen, sehr torfigen Whisky trinkt, aber den habe ich geschenkt bekommen und der ist, ja, der ist gut zu trinken. Sehr, sehr lecker. Ja, in diesem Sinne, Prost euch auch für alle, die auch schon ein Getränk offen haben. Natürlich auch gerne nicht-alkoholische Getränke für diejenigen von euch, die minderjährig sind, um Himmels Willen. Und ich trinke tatsächlich auch Flaschen aus, Takti, ja. Es dauert immer eine Weile, weil so eine Whiskyflasche, wenn man jetzt irgendwie nicht ein sehr schweres Alkoholproblem hat, hält die halt einfach eine Weile. Oder sehr oft Besuch. Und deshalb braucht das immer eine Zeit. Aber ja, ich kriege auch regelmäßig neue Flaschen geschenkt oder kaufe mir selber mal was, um es auszuprobieren und zu testen. Und ja, das sammelt sich halt. Aber ich kenne da andere Leute, die haben Sammlungen. Ich habe ein paar Whiskyflaschen rumstehen. Also das ist völlig okay. Und ja, das Programm richtet sich natürlich an Erwachsene, weil ich habe das Häkchen gesetzt, dass sich das hier an 18-Plus-Leute richtet. Und alle von euch, die nicht 18-Plus sind und gecheatet haben, Schande über euch, ihr seid Betrüger. So, jetzt gucken wir aber mal. Ich hatte hier nämlich noch irgendwo das Ding da rumfliegen leer. Ich will nur noch mal sicher gehen. Und willkommen Blackbeard als neuer Kermonaut, dass hier nichts mehr drin ist, aber das sieht gut aus. Hier unten hat man auch soweit leer geräumt. Ja, ja. Oh, Collect Laser Data. Ah ne, das war das Einsammeln im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier. Toggle Doors. Okay, dann müssen wir nur noch zumachen, dass das wieder alles ordentlich aussieht. Aber, ah,
shit, da ist das RWPS drin, ne? Wenn wir natürlich die Mission erledigen wollen, ich glaube, ich habe hier gar nicht so ein tolles Experiment, ne? Ha. Wir müssen ja Magnetometer scannen aus dem Low Orbit und aus dem High Orbit machen, ne? Ja. Ha, machen wir das noch, bevor wir zurückfliegen, aber... oder nicht? Hm. Oder machen wir das im nächsten Durchlauf? Wir können das eigentlich auch offen lassen und einfach mal... Ach nee, das wollte ich ja mit dem Gerät machen, ne? Das hatte einen Probe Core drin, wenn mich nicht alles täuscht. Hat das denn eine Verbindung? Genau, ich musste nämlich auch noch den Orbit wechseln. Genau, und ich musste 75 Tage da bleiben. Jetzt kommt es gerade wieder. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie Funkkontakt. Moment, ah, wir haben sogar einen richtig echten coolen Funkkontakt. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Wo genau? Kann man das hier irgendwie sehen? Orbit with at least 022 Eccentricity und 022 Inclination. Jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich mir mal über einen Kerbal Engineer, glaube ich, die Sachen einblenden lassen. Show Engineer Orbital. Edit. Ich brauche meine... Exzentrik und Inklination. Ach, da ist sie ja. Ach, ist ja alles schon drauf. Ich bin auch blind, glaube ich. Okay. Exzentrik, Inklination. Oh Gott. Jetzt geht's richtig los. Ja, ja, ich habe es auch einfach nur übersehen. Sorry. Was ist denn? Inklination war ja eigentlich das, wie... Inclination. So, Inklination ist doch, wie weit ich geneigt bin. Richtig? Richtig. Und at least 22 Grad und ich habe 172 Grad. Es gefällt ihm jetzt irgendwie nicht, oder was? Verstehe ich nicht. Muss hier jetzt hoch. Ich probiere jetzt einfach mal, wie sie sich verändert, wenn ich das Manöver fliege. So. Okay. Sieht ja so schlecht nicht aus. Ich probiere jetzt mal die Inklination auf 22 Grad zu bringen. Aber was will der denn für eine Inklination von mir? Ich weiß es nicht, was er da genau möchte. Okay, also die Inklination scheint ihm zu passen. So, was ist die Exzentrik? Los, ihr schlauen Menschen. Orbit Eccentricity. Okay, also das ist, wie ungleichmäßig er ist, oder? Letzten Endes. Also er darf halt nicht rund sein, nehme ich mal an. Ja, steigt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Zack, jetzt haben wir das fertig. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich gucken, das wird eh high sein, das wird low sein. Das heißt, wir können jetzt schauen, dass wir den Magnetometer-Scan machen, solange wir noch im Low sind. Rundheit. Rundheit ist auch ein super Wort. Zack. Was? Ach, was ist los? Nein! Kein Strom mehr, weil die blöde Fuelzelle aus ist. Wo ist die Fuelzelle? Und die kann ich jetzt natürlich auch nicht anschalten, weil... Kein Strom da. Okay, wir müssen mal ganz kurz Strom tanken gehen. Okay, aber wir haben die Rahmenbedingungen erfüllt. Das heißt, wir müssen jetzt kurz warten, dass Strom kommt. Das sollte jetzt der Fall sein. Jawohl.
Jetzt gucken wir mal, ob wir das nochmal hinbekommen oder ob wir schon im High Orbit sind. Ach, wir haben die noch gespeichert. Sehr schön. So, einmal weg damit. Zack, dann haben wir das erledigt. So. Dann brauchen wir den ganzen Spaß noch einmal für den Magnetometer-Boom. Zack. So. Das ist jetzt aber schon high. Okay. Gut. Dann können wir aber den auch gleich nochmal für high holen. Zack. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal einen Magnetometer-Scan. Den können wir also noch ausgefahren lassen. Aus einem Low-Orbit. Den haben wir in eine Stunde und ein bisschen wieder. Und währenddessen können wir uns mal mit den Jungs hier, glaube ich, auf dem Heimweg machen. So, ja, der Orbit ist schon high, also hoch. Der ist nicht mehr im Low Orbit, wollte ich damit sagen. Und nicht, dass meine Kürbels hier in irgendeiner Form Drogen nehmen. Und hier tatsächlich die Begrifflichkeiten. Ich mache selten solche Missionen mit irgendwie Exzentrik und Inklination. Also Inklination war mir noch relativ klar. Bei der Exzentrik, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich jetzt nachgucken. Das hat aber gar nicht so sehr was mit dem Whisky zu tun, sondern einfach damit, dass ich im Regelfall oder sehr selten solche Missionen mache und deshalb die Begriffe halt einfach auch nicht drin habe. Und dann willkommen der Nie97 als neuer Carbonaut. So, wir werden uns jetzt mal auf dem Rückweg machen, damit wir nicht irgendwie in irgendwelche Probleme reinkommen mit unseren Supplies. Wir haben jetzt noch 70 Tage, also das sollte alles ganz entspannt sein. Ich prüfe sicherheitshalber nochmal, ob wir... Was ist hier alles los? Jawohl, jawohl, jawohl. Das haben wir erledigt, genau. Das können wir später erst machen. Okay, wir müssen noch von einem Flyby zurückkommen. Das, denke ich mal, kriegen wir noch hin. Und die Mondstation ist nicht unser Problem. Und wir müssten hier ungefähr 1 Milliarde... Naja, ganz so viele nicht. Aber wir haben 21... Experimente mit an Bord, auf die wir uns vorbereiten. So, wir wollen aber im Orbit nach vorne und jetzt schauen wir mal. Wir sind auf der Umlaufbahn, dann gehen wir da irgendwo. Ach, da sind wir relativ exakt an der Stelle, wo wir Gas geben wollen. Ich mache das dann jetzt mal ohne Manöver schnell. Wir haben 1800 Delta V insgesamt. Sind hier jetzt noch in dieser, also eigentlich noch auf der Transferstufe ein Stück weit unterwegs. Und dann haben wir unsere Rückkehrstufe. Es sieht also alles ganz gut aus, dass wir damit ziemlich gut und entspannt zurückkommen. Und die Bremse ist überhaupt kein Problem im Weltall. Die greift da nämlich nirgendwo. So. Zack. So, damit sind wir wieder auf dem Weg raus in Richtung Kerbin. Kann ich noch ein bisschen Gas geben, ne? Das schon mal, ist das ein bisschen schneller. Bei 16 Tagen ist okay. Unsere Habitation hält auch noch ziemlich lange. Also wir sind da ziemlich gut unterwegs, glaube ich. Festes Ziel für heute. Also was ich heute auf jeden Fall machen möchte, ich bin mir noch nicht sicher, wo ich es mache, aber ich möchte heute auf jeden Fall diese Biologie-Farming-Sachen ausprobieren mit USI. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gemacht. Das ist für mich dann einfach mal so ganz klassisches Neuland. Und ich will mich halt Schritt für Schritt einfach an die Möglichkeiten, die USI da bietet, auch gewöhnen. Und damit das alles nicht so plötzlich irgendwie auf mich einbricht, wenn ich das alles freischalte, will ich halt mit den Sachen nach und nach rumexperimentieren. Das heißt, es könnte sein, dass wir heute einfach erstmal so ein Biologiemodul zum Kennenlernen hochfliegen an die Kerbin-Raumstation. Dann haben wir vielleicht mit den Learnings daraus ja noch eine Mondraumstation offen. Und da der Anomalie oder der Biomscan für Kerbin ist durch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der Auftrag ist erledigt, könnte ich den Satelliten dann noch rüber verlegen, dass wir mit dem Biomscan auf dem Mond anfangen, um zu gucken, was wir da noch so finden können. Genau, also wir haben so ein paar Sachen. Hauptsächlich möchte ich heute unbedingt zurückkommen von Mimmus, lebend in einem Stück. Das wäre total gut mit der Crew. Und ich möchte rausfinden, wie das eigentlich funktioniert
mit dem ganzen, ich sag mal, Salatanbau im Weltall. Nennen wir es einfach mal völlig unprofessionell, genauso. So, jetzt schauen wir mal, das Ding hier ist im Moment fröhlich am Taumeln. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir nicht zu viel von unserer Fuel Cell rausballern. Wir haben ja jetzt momentan eigentlich Licht. Das heißt, wir könnten mal sagen, schwupp. Können wir nicht, weil ich gerade einen Zeitraffer drin habe. So. Gut, einmal ins Licht mit dem Ding. Und dann können wir eigentlich die Fuel Cell mal kurz... Warte mal, die hatte ich unter die Tür gebaut, glaube ich, ne? Ne. Das ist Supply Bag. Daneben ist die Fuel Cell. So, dann machen wir die nämlich mal kurz aus. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Das hält sich auch so. Wir müssen nur gucken, dass wir rechtzeitig, bevor es dunkel wird, da hinten die Fuel Cell wieder anschmeißen. Solange kein Stress. So. Genau, Salat beim Wachsen zusehen. Oder auch Kartoffelsamen anpflanzen. Man kann ja im Weltraum viele Sachen machen, die verschiedene Spielehersteller da eingeplant haben. Aber wir haben ja tatsächlich mittlerweile, ich sag mal, ausgebildete Biologen und Farmer bei uns im Space-Programm. Und damit kann man sicherlich auch irgendwas Spannendes anfangen. Und deshalb wollen wir das natürlich auch ausprobieren und professionellst machen. So, jetzt geht's in Richtung Dunkelheit. Und damit ich da nicht wieder auf peinliche Art und Weise ohne Strom gleich in der Gegend rumhänge, machen wir jetzt die Fuel Cell an. Und ich glaube, das könnte auch schon reichen für Space Near. Ja, sehr schön. Okay, damit haben wir die Unteraufträge soweit durch. Das heißt, hier müsste jetzt eigentlich... Ich lasse das Ding jetzt einfach zurück. Also was ich jetzt mache ist, ich... ziehe den hier einfach wieder ein und ich mache die Fuel Cell aus, weil das Ding ja jetzt einfach nur noch im, ich sag mal, Standby vor sich hin tackert. So, das wird zwar ab und zu mal ohne Strom sein mit großer Wahrscheinlichkeit, aber das sollte jetzt nicht unser größtes Problem sein. Also er hat ein bisschen Batterie, er verbraucht 003. Das sieht okay aus, dass wir da keine großen Probleme mitbekommen. Und jetzt müssen wir den einfach 75 Tage da lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann haben wir das erledigt. Zumindest habe ich es so verstanden. So, dann gehen wir mal rüber und gucken, dass wir die Crew nach Hause bringen. Und hallo Demon 1333 oder auch 1333 und willkommen als Kerbonaut. So, wie gesagt, wir machen das mal eins nach dem anderen, dass uns hier unterwegs keiner verreckt. Und haben jetzt erstmal ein paar Stunden zu Zeitraffern. Wir müssen auch echt aufpassen wegen den Fritzen auf der Moonbase, dass wir die irgendwann auch mal wieder nach Hause holen. Aber noch haben die genug Essen und Habitation. So. Jetzt sind wir gleich wieder im Körbenumlauf. Schwupp. So. Und dann hätte ich gesagt, bremsen wir jetzt erstmal runter. Ich meine, wir haben genug Delta V, dass wir wirklich ganz, ganz bedächtig in den Orbit runtergehen können. Ich überlege fast, ob wir noch die Raumstation besuchen, um ein paar Experimente zu geben. Wir hatten noch auf der Raumstation... Also A, hatten wir doch eine Raumstation. Bin mir ziemlich sicher. Und B, hatte die doch ein Labor mit dabei, oder? In dem Wissenschaftler sitzen. Genau. Und den können wir doch eigentlich... Die haben 75 Data da. Ich glaube, den können wir echt ein bisschen was abtreten, dass die lieber daraus Wissenschaftsdaten machen. We have escaped the gravitational influence of Minmus. Aber was irgendwie nicht geklappt hat, war, dass wir von dem Flyby zurückkommen, ne? Der will echt einen Flyby haben. Na gut. This time you win. Ich glaube, wir machen einfach noch schnell einen Flyby jetzt. Okay, und dann fliegen wir zur Station zurück. Und liefern da mal die Wissenschaftssachen ab. Weil, wie gesagt, wenn wir die als Daten abliefern und im Labor umarbeiten, haben wir die zwar nicht sofort, bekommen aber am Ende des Tages mehr Wissenschaftsdaten raus. Was ich jetzt mal mache, ist,
ganz kurz ein Flyby an Minmus organisieren, damit wir das Thema hier auch noch durchkriegen. Nicht getroffen. ZS Target, bitte. Danke. So, ach so, wir sind unten drunter durch. Zack. Okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach gedacht, scheinbar. Wir sind gerade auf der Außenbahn. Wir brechen dann aber auf die Innenbahn rein. Minmus bewegt sich im Moment also wahrscheinlich ein bisschen schneller als wir. Aber das heißt doch eigentlich, dass wir mit so ein bisschen anpassen in die Richtung Minmus auch wieder kriegen müssen, oder? Warum ist denn so gar kein Treffer mit dabei? Ich habe den Flyby nicht gemacht. Echt? Ach so, ach, mit Return meinen die tatsächlich, ich muss landen. Okay. Okay. Wer lesen kann, ist tatsächlich im Vorteil. Danke für den Hinweis. Dann brauchen wir tatsächlich nur noch Bremsen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Okay, dann schauen wir mal. Die Station ist hoffentlich in der gleichen Richtung unterwegs wie wir. Die ist so rum unterwegs. Wir kommen auch so rum rein. Okay, dann passt das doch. Und willkommen als Kommonaut, lieber Joyco. So, wir bremsen uns jetzt mal, glaube ich. Wir können eigentlich fast gleich auf den Orbit runtergehen von der Station. Vielleicht haben wir ja mal wieder Glück und treffen die relativ exakt. Und das heißt gar nicht, dass das meine erste Regel ist, nie auf den Chat zu hören, sondern ich bin halt intensiv am Kerbal Space Program spielen und kann nicht die ganze Zeit euren verdammten Chat lesen oder unseren verdammten Chat. Ich lese natürlich den Chat ab und zu, aber meistens spiele ich einfach KSP und lasse euch daran teilhaben und gucke sehr selten in den Chat rein. Und das macht euch sicherlich auch total Spaß, deswegen jedes Mal durchzudrehen. So, wir kommen der ganzen Sache näher. Wie viel Delta V haben wir da eigentlich noch drin? Nicht mehr so viel. Sehr schön. Es wird, es wird, es wird. So, garantiert ist sie auf der anderen Seite, oder? Boop. Boop. Ha, gut geraten. Okay. Wenn die da ist, während ich hier bin, dann ist sie ein bisschen näher dran an mir als ich an ihr. Dann macht es mehr Sinn, dass die Station mich einholt, als dass ich die Station einhole. Das heißt, wir ziehen den jetzt noch ein bisschen höher. Damit wir uns in einem etwas höheren Orbit bewegen können. Und die Station uns dann langsam einholt. So, ich glaube, wenn wir so auf 250 gehen, sind wir ganz gut bedient. Da können wir einen guten Zeitraffer reinmachen. Schwupp. So, da sind wir dann in 9 Tagen. Das passt zeitlich auch noch von unserer ganzen Versorgungsgeschichte. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal gucken, dass wir uns ein bisschen ranwarpen an die ganze Geschichte. Ach komm, Vollgas. So, und währenddessen müsste ja eigentlich hier auch diese komischen. Ja, genau, guck mal, jetzt sind es noch 74 Tage, eben waren es glaube ich noch 75, das heißt, jetzt zählt es langsam runter. Und dann ist das Thema hoffentlich durch. So, aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell reinkommen. Also dafür, dass er gerade eben gesagt hat, wir kommen auf der anderen Seite von dem Dings rein, finde ich, sind wir relativ exakt reingekommen, oder nicht? Sehr, sehr eigenartig. Okay, also wir holen gerade mit großen Schritten die Station ein. Wenn das hier so weitergeht. Jetzt müssen wir mal gucken, warum wir gerade so. Haben wir hier irgendwie eine Fuelzelle oder sowas dran? Nö, ne? Ich glaube, ich habe hier so einen kleinen Reaktor oder sowas. Ich glaube, ich mache mal das Teil da aus. Retract Antenne und wir machen mal kurz ein Stop Habitation. So, hält sich das jetzt halbwegs? Geht so, ne? Was ist noch an?
Irgendwas verbraucht gerade ekelhaft viel Strom. Okay, aber ich glaube, so geht's. Und dann schaffen wir es auch bis auf die Tagseite. Gut, dann können wir doch auf einen niedrigeren Orbit gehen, weil jetzt haut uns natürlich die Station sonst ab. Also, dann müssen wir die Station tatsächlich einholen. Ja, der Plane Change wäre draußen natürlich billiger gewesen, da stimme ich dir zu, aber 1600 Delta V, ich sehe das ganz entspannt. Das werden wir gerade noch hinbekommen. So, dann Bremse rein. Und gleich kurz gestaged. So. Und wir brennen unsere letzten paar 1500 Delta V raus. Und dann können wir gucken, ob wir nicht gleich den Plane Change machen. Der würde sich ja auch anbieten. Wir kommen ja quasi gerade am Descending Node vorbei. So. Von welchen Leuten erscheinen die Namen als ist jetzt Kermonaut? Das ist okay, jetzt sind wir doch schon über den Descending drüber. Das ist von Leuten, die sich neu subscriben auf oder follow. Follow? Heißt das Follow bei Twitch? Ich glaube, ein Follow machen bei Twitch. Subscriber geht ja gar nicht. Da muss man ja irgendwie Twitch-Partner sein oder so. Das ist ja hier ein bisschen anders. Ja, ich glaube, das sind die, die da auftauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Oder Herz, Folgen, genau, Follower, genau. Follower heißt das hier. Gut, zack. Gut, dann machen wir da drüben am Ascending Node dann die Anpassung. Das heißt, da können wir jetzt wahrscheinlich auch mal gleich gemütlich hindüdeln. So, das Habitat können wir wieder anschmeißen. Jetzt ist auch wieder Strom da. Okay, dann einmal kurz den Zeitraffer rein. Damit wir da rüberkommen. Die Leute, die sich... Leute, was ist das? Ich glaube, wir reden gerade über unterschiedliche Sachen. Also Kermonauten werden natürlich die Leute, die in der Liste eingetragen sind. Also jetzt Kerbals, die im Raumprogramm dabei sind. Dieses Blablabla ist jetzt ein Kermonaut. Das ist ein Stream-Alert für jemand hat den Channel gefollowed. Also das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt ein Kerbal im Space-Programm sind. Na, nicht miteinander verwechseln. So, einmal den hier. So. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen bremsen, dass wir unterhalb des Orbits von der Raumstation kommen. Aber das machen wir am besten so grob auf der Periapsis. Und dann müssen wir kurz warten, dass wir sie einholen. Dürfte aber nicht so ewig dauern, weil wir sind gar nicht so weit entfernt. Also gut, 700 Kilometer ist jetzt natürlich auch nicht super gigantisch nah dran, aber... Es ist halt auch nicht am anderen Ende des Orbits. Okay. Sehr schön. So. Gut, dann würde ich sagen, Zeitraffer an. Und wir jagen mal die Station um Kerbin herum. Während wir uns langsam annähern. Und ich trinke mal ein bisschen Wasser. Das ist auch zwischendurch mal ganz gut. Nicht, dass das hier noch als reine Alkoholbegünstigungsveranstaltung wahrgenommen wird. So, und da sind wir auch schon auf 590 Kilometer ran. Also wie gesagt, das geht relativ flink. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie viel sich an Forschungspunkten aus den Daten vom Minmus oder von unserer ersten Minmus-Landung rausholen können lassen. Weil ich denke mal, jetzt dürften es schon ein paar hundert sein, auf jeden Fall, wenn wir es einfach landen. Aber warum sie denn landen, wenn wir über die Zeit doch deutlich mehr Forschungspunkte noch aus dem Labor rausquetschen können?
Das ist übrigens so ein Tipp, den könnt ihr euch auch merken. Und vielen lieben Dank, Proxy. Der Proxy hat gerade 10 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Hat sich mein Marathon-Stream-Tag ja schon richtig gelohnt. Und ja, freut mich. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr viele Science-Punkte ernten wollt, dann guckt immer, dass ihr, sobald ihr diese Labore habt, euch irgendwo was einrichtet, wo ihr das Zeug abliefern könnt, um das als Daten zu speichern und dann eben dort Wissenschaftspunkte draus zu arbeiten, weil das braucht dann zwar ein bisschen Zeit, aber am Ende des Tages habt ihr viel mehr Wissenschaftspunkte. So, und ich würde sagen, wenn wir jetzt so auf 200 dran sind, gucke ich mal, dass wir langsam mal ein Manöver machen, um irgendwie... Ah, vielleicht hier noch nicht, oder? Ist noch ein bisschen früh. Ja. Zack, da müssen wir noch ein bisschen schieben. So. Schwupp. Hm. 4, das ist doch gut. Guck mal, 4 Kilometer im Sonnenaufgang quasi. Das ist doch ideal, um unser Docking dann zu machen. Jo, da können wir mal hinwarben. Sehr schön. Dann haben wir das doch. Gut, 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 gut. Genau, dann gucken wir, dass wir da jetzt einmal andocken. Unsere Wissenschaftsergebnisse abliefern und dann wieder nach Hause fahren. Mit unseren Carbonauten. Die haben dann genug getan mit ihrer stolzen Minmus-Erforschung. So, stopp, stopp, stopp. Ich brauch dich schon auf dem Manöver. Da warst du schon relativ richtig mit der Rakete. So, aber der Burn wird nicht lange dauern. Wir sind ja schon fast da. So. Hopp. Kurzes Verschnaufen. So, haben wir eigentlich noch ein bisschen Monopropellant? Ne, das haben wir auch schon rausgeschossen mittlerweile. Gut, dann müssen wir das heute mal wieder mit dem Haupttriebwerk erledigen. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Wenn es gar nicht hinhauen sollte mit dem Andocken, dann machen wir das per Körbel, der das rübertransportiert, das Zeug. So, Fischkopf, Theo und Svensen sind alle bereit für das Manöver und freuen sich schon sehr, jetzt auch die Körben Space Station mal kennenzulernen. So, und bevor wir jetzt in der Nacht verschwinden, starten wir unser Annäherungsmanöver, das wir hier so fein geplant haben, das uns mit einer halben Rotation um Körben rum dann, wenn man es exakt geflogen hätte, auf 4,4 Kilometer, aber so sogar auf 4,0 Kilometer ranbringt. Und jetzt warpen wir einmal durch die Nacht, bis es wieder hell wird. Und währenddessen kommt langsam die Raumstation näher. Und wir gleichen unseren Kurs an. Der Nuffball ist auch schon auf Target umgesprungen. Und da kommt sie geflogen, während uns langsam der Strom ausgeht. Aber dank gutem Timing, alles gut berechnet, haben wir wieder Strom. Kurz bevor das Docking-Manöver stattfinden muss. So, und jetzt gleichen wir als erstes mal unsere Geschwindigkeit kurz an, dass wir auf dem gleichen Kurs unterwegs sind. Und dann beginnen wir unsere Annäherung an die Raumstation. Und warum will ich zur Raumstation? Ich habe es gerade begründet. Da ist nämlich ein Wissenschaftslabor drauf und ich habe hier ganz viele leckere Daten drin, die ich dort gerne abladen möchte, damit das Wissenschaftslabor die umarbeitet in Science-Punkte, weil man dann einfach noch mehr Science-Punkte dafür bekommen kann, als wenn man es selber abschmeißt. So. Gut, jetzt aber genug geredet. Jetzt müssen wir mal zur Raumstation fliegen. Also deshalb der kleine Abstecher, weil wir haben den Sprit dafür noch im Tank. Und warum ihn nicht nutzen, statt ihn zu verschwenden für irgendwelchen anderen Füllefanz. Und wir können auch gleich noch gucken, dass wir unseren Rest an Supplies, glaube ich, mal in der Raumstation abdrücken, weil wir werden die nicht mehr brauchen. Wir gehen gleich landen. Da können wir uns einmal entladen quasi noch, dass das Zeug wegkommt. Weil wir haben es ja hochtransportiert. Es wäre ja super schade, wenn wir es jetzt wegschmeißen. Das kostet ja alles Kohle. Jedes Mal das Gewicht hier hochzubringen. Und deshalb docken wir da jetzt. So, 0,3 Kilometer. 0,2. 1. So, jetzt sind wir auf 100 Meter ran.
Viel mehr machen wir jetzt mal nicht, damit ich das noch rechtzeitig bremsen kann. Und ich nehme schon mal den Trust ein bisschen runter, dass wir hier nichts kaputt machen und auch nicht daran vorbeischießen. Und dann suchen wir uns einen schnuckligen Dockingport und besuchen die mal. Und ja. Gut. Also ich würde sagen, die erste halbe Stunde haben wir doch schon mal ganz gut ohne nennenswerte Unfälle überstanden. Und ich sehe gerade, dass der Chat so ein bisschen... Wartet mal. Der Chat überlappt so ein bisschen die Kerbals, ne? Ist ja auch nicht schön. Ich verschiebe das mal ein bisschen. So, jetzt sollte das dann hoffentlich etwas schicker aussehen. Gut, und wir kommen der Sache entgegen... Ein Winteraufkuss zur Station, musst du bangen. Natürlich nicht, um Himmels Willen. Ich bin fast nüchtern. Ich habe heute schon 4 Stunden oder so Kerbal Space Program gespielt. Ich bin eigentlich warm. Also, eigentlich muss das jetzt im ersten Anlauf klappen. Eigentlich. So.